Liebe Geschwister, liebe Freunde, es ist euch sicherlich nicht entgangen, dass die Welt sich innerhalb von kurzer Zeit dramatisch verändert hat. Eine Pandemie hält die Welt in Atem und zeigt uns einmal mehr, wie zerbrechlich unser Leben ist. Viele fragen sich, ist das der Anfang vom Ende? Und was für Ereignisse werden noch kommen? Wie sollen wir als gläubige Menschen diesen Ereignissen begegnen? Seit dem Sündenfall hat die Welt schreckliche Dinge erlebt. Auch in naher Zukunft sollten wir damit rechnen, dass die Endzeitereignisse, die Jesus in Matthäus 24 beschrieben hat, immer mehr zunehmen werden. Gleichzeitig sollten wir eine besondere Verheißung aus Johannes 16, Vers 33 nicht vergessen. Jesus sagt dort: Das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das sind besondere Worte, die Jesus zu uns sagt. Wenn in den nächsten Monaten die Herausforderungen in dieser Welt zunehmen werden, bietet uns Jesus Christus Halt in den stürmischen Zeiten. Er hat die Welt überwunden und durch seinen Sieg können wir Frieden finden und auch Hoffnung weitergeben. Aber wie kann das ganz praktisch geschehen? Erstens, nimm dir in diesem besonderen Augenblick der Weltgeschichte Zeit, um Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Schlag deine Bibel auf. Nimm dir Zeit, sein Wort zu studieren und Abschnitte zu lesen, die du vielleicht in der Vergangenheit noch nicht gelesen hast. Ich ermutige dich auch, einen Gebetspartner zu suchen. Vielleicht hast du schon einen. Du musst aber nicht nur einen Gebetspartner haben. Du hast auch die Möglichkeit, dir mehrere Gebetspartner zu suchen. Momentan können wir nämlich keinen Gottesdienst durchführen. Und es gibt viele Geschwister, die sich sehr einsam fühlen. Was wäre das für ein Segen, wenn du besonders diese Geschwister anrufst und mit ihnen betest? Möchte ich auch ermutigen, zwei besondere Bücher zu lesen, die mir sehr wertvoll geworden sind. Das ist das Buch Der Sieg der Liebe von Ellen White und das Buch Vom Schatten zum Licht, auch von Ellen White. Diese zwei Bücher, glaube ich, dass sie besonders für unsere Zeit geschrieben worden sind. Das eine Buch offenbart den Charakter Christi und seinen Dienst, während das andere Buch uns einen tiefen Einblick in das Weltgeschehen gibt und uns hilft, die kommenden Ereignisse besser zu verstehen. Zweitens, immer wieder ermutigt uns die Bibel, das Angesicht Gottes zu suchen, seine Nähe, unser Leben zu ändern und die Beziehung zu Gott zu stärken. Er bietet uns die Vergebung unserer Sünden an. Und deshalb möchte ich dich ganz persönlich fragen. Gibt es etwas in deinem Leben, das noch nicht in Ordnung gebracht ist? Lebst du vielleicht im Widerspruch zum Gesetz Gottes? Heute ist ein guter Zeitpunkt, Gottes Angesicht zu suchen, Vergebung zu erhalten und Frieden zu finden. Und drittens, es gibt momentan viele Menschen, die sich die Frage stellen, was erwartet uns in der nahen Zukunft? Sie beobachten ganz genau die Ereignisse, die um uns herum passieren, aber sie können sie nicht richtig einordnen. Wohin führt das Ganze? Was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Und genau hier kommt die biblische, prophetische Botschaft von Daniel und dem Buch der Offenbarung. Wir haben etwas geschenkt bekommen, das sehr kostbar ist. Es ist die aktuelle Botschaft für unsere Zeit. Ich möchte dich ermutigen, die Liebe Christi und die biblische Prophetie an andere Menschen weiterzugeben. Es gibt momentan Zeit, wir haben Zeit und diese Zeit sollten wir nutzen. Denn
Wir sind alle eingeladen, Gottes besondere Botschaft anzunehmen und sie auch gleichzeitig anderen Menschen weiterzugeben. Ellen White schreibt in dem Buch Christus kommt bald in einem Zitat auf Seite 9: Die Katastrophen zu Wasser und zu Land, die gesellschaftlichen Unruhen, die Warnungen vor einem Krieg verheißen nichts Gutes. Sie sind Vorboten bevorstehender Ereignisse von gewaltigsten Ausmaßen. Die Mächte des Bösen sind dabei, ihre Kräfte zu verbinden und sich zusammenzuschließen. Sie stärken sich für die letzte große Krise. Große Veränderungen werden bald in unserer Welt stattfinden. Und die letzten Entwicklungen werden sehr schnell vor sich gehen. Ich glaube, dass Ihre Aussage hier sehr klar ist. Die letzten Ereignisse werden sehr schnell passieren. Umso wichtiger ist es, dass wir besonders in dieser Zeit die Beziehung zu Gott stärken, gegründet sind im Wort Gottes und Hoffnung ausstrahlen, Hoffnung weitergeben. Ja, in der nächsten Zeit werden die Krisen zunehmen. Aber gleichzeitig hat Jesus Christus uns versprochen, uns durch diese Krise zu führen. Ich lade dich ein, diese Liebe Gottes und diese Hoffnung an andere weiterzugeben, ganz besonders in dieser Zeit. Gott segne dich dabei.